Hey Leute, freut mich wieder übel, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin hier auf dem Timolia-Server und spiele Jump World. Und ich habe gedacht, wir machen heute einfach so eine Map YouTuber-Raten. Die Maps wurden früher für Mo gebaut, aber Mo und ich, wir sind ja eigentlich die gleiche Person. War ein Spaß, Leute. Kackt euch nicht ins Höschen. Wir spielen jetzt diese Map YouTuber-Raten. Mal gucken, die ist von 2018. Willkommen zu meinem Jump'n'Run. Ich hoffe, es macht Spaß. Ich möchte mich schon im Voraus dafür entschuldigen, dass ich nicht bauen kann. Gut, das da ist Mo. Guck mal, man erkennt die Ähnlichkeit. Safe, oder? Nice. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier rein und müssen jetzt hier erstmal hingehen und uns angucken, was es hier gibt. Okay. Merkmal. Er ist schon alt, 30 Jahre. Zweites Merkmal. Er hat in Varo 3 mit Revi geteamt. Oh Gott. Wer war denn das? Drittes Merkmal. Er war bei Minecraft Clash dabei. Ja, okay. Ich war in Varo 3 auch dabei. Sturmwaffel war in Varo 1 mit Paluten. In Varo 2 weiß ich es nicht. Bei Clash war der da auch dabei und ist auch über 30? Nein, ich glaube, es war Paluten. Richtig! Yo, nice! Okay, das ist Paluten. Ja, moin. Und da haben wir einmal hier einen Edgar und... Verdammt, wie hieß das Huhn von Paluten bei Clash? Nee, nicht nur bei Clash. Bei... Hier, wie hieß das andere Projekt? Freedom! Hier, nice. Aber Paluten-Skin ist auf jeden Fall gelungen. Wir gehen hier lang. Bam. Nächster YouTuber-Raten. Hier, erstes Merkmal. Er hat sich nie auf YouTube gezeigt. Er hat über 2 Millionen Abonnenten. Er gehört zum Freedom Squad. Ja gut, da das von 2018 ist, kann es auf jeden Fall gut sein. Ich würde jetzt aus dem Stegreif sagen, dass es GLP ist. So, wir gucken mal hier nach. Achtung, GLP oder Zombie. Oh, das könnte auch Zombie sein. Wobei, hat Zombie sich nicht mal gezeigt? Ich glaube, es ist GLP. Es ist GLP! Yes, Mann! Richtig! Wupp, wupp! Und wupp, 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 wupp! Geil! Der nächste YouTuber! Erstes Merkmal. Marc Karotten hat sich nie auf YouTube gezeigt, hat einen orangenen Skin. Was? O-Saft Maudado. Ja, Orangensaft, denke ich mal. Oh, moin! Okay, falsch? Was? Orangener Skin? Ach so, die Weste von Maudado. Der hat so eine Wolldings. Ja, genau das. Okay. Habe ich auch recht. Und dass er Karotten mag, das wusste ich nicht. So, let's go. Bam, 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 bam. So, dann gehen wir hier lang. Was haben wir hier? War bei Empire dabei. Nimmt mit Facecam auf. Hat ein Zimmer im UFO. Oh Mann. Empire, das hätte auch ich sein können. Mann, es war noch Zeiten. Dann ist es Revi oder Mo? Mo, nee, Revi. Revi natürlich. Revi, der alte Schlingel. Was steht hier? Meine Tastatur ist schuld. Ja, das auf jeden Fall Revi, ne? Gut. Jumpen wir hier weiter. Wupp, wupp, wupp. Oh, das wäre ich fast runtergefallen. Der nächste YouTuber ist kein YouTuber. Ich glaube, das ist der Map-Erbauer. Und wir sind jetzt gleich fertig. Achtung. Wupp, wupp. Danke fürs Spielen. Hoffe, es hat gefallen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bam. Hätte nur ein bisschen länger sein können, diese Map. Aber macht ja nichts. Ich würde an der Stelle sagen, Leute, wir gucken uns noch eine zweite Map an. So, die Map heißt Kleine YouTuber und die ist von 2016. Da möchte ich mal reingucken. Mal gucken, ob ich da jemanden kenne oder ob ich da selber dabei bin. Ich weiß es nicht. Willkommen auf dieser Map. Hier gibt es ein komplettes Jump and Run um 8 Personen. Geht bitte weiter. Viel Spaß. Nice. Okay, was haben wir hier? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Map. Die Map habe ich für 7 besondere YouTuber gebaut. Ihr denkt wahrscheinlich jetzt an Unge oder GLP. Nein, es sind ganz andere. Seht selbst. Oh, da bin ich mal gespannt jetzt. Hä? Kenn ich nicht. Bin ich nicht dabei. Die Map ist kacke. Ich habe jetzt mal meinen Namen eingegeben in die Suche und da ist tatsächlich einiges noch drin für Basti Zock tatsächlich. Und ich gehe da jetzt mal in eine Reihe, die ich früher schon gespielt habe und ich guck mal. Die ist tatsächlich für mich gebaut. Hier, hallo, zum zweiten Jump'n'Run. Oh, nice. Da sind wir mal gespannt hier. Whoopsi, wie gut ich darin bin. Die Map wurde damals einfach für mich gebaut. Kann ich hier abkürzen eigentlich? Lol. Kann hier einfach abkürzen. Ja, nice. Easy. Haha. Geil. Freut mich. So, die wurde für mich damals gebaut auf Timolia. Vor 3 Jahren habe ich die tatsächlich auch gespielt, ey.
Oh, richtig viel Mühe steckt hier auf jeden Fall drin, sehe ich. Aber ist auch ziemlich einfach, muss ich an der Stelle sagen. Ah, Secret. Nice! Ja, cool. Wupp. Und wupp. Perfekt, ey. Guck mal, es ist ja wie ein Speedrun. Was haben wir hier? Da. Bitte gut bewerten. Ja, damals habe ich die, glaube ich, gut bewertet. Wo kann ich es sehen? Hier. Ja, mit sehr gut bewertet, Leute. Falls ich nochmal irgendwelche Maps auf Jump World spielen soll oder falls ihr mir ein Quiz bauen wollt oder irgendwelche Zuschauer-Maps generell, tut das. Ihr könnt jetzt hier auch gerne euch andere Videos angucken und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.